Ich lese das Solinger Tageblatt von Samstag, den 14. Dezember. Das ist diese Zeitung. Und dort heißt es: Brexit nach Johnsons Sieg sicher. Der britische Premier wird seinen Brexit-Deal dem Parlament vorlegen. Mit neuer Mehrheit nach dem Wahlsieg steht dem EU-Austritt am 31. Januar nichts im Weg. London, Brüssel. Mit seinem spektakulären Wahlsieg hat der britische Premierminister Boris Johnson bei der Parlamentswahl ein klares Mandat für seinen Brexit-Kurs bekommen. Wir werden den Brexit bis zum 31. Januar vollenden. Kein Wenn, kein Aber und kein Vielleicht, versprach Johnson vor jubelnden Anhängern in London. Ein zweites Brexit-Referendum sei vom Tisch. Der 55 Jahre alte Premier sprach sich für eine dauerhafte Pause vom Reden über den Brexit aus. Das habe das Land nach 5-wöchigem Wahlkampf verdient. Möglicherweise wird Johnson am Montag sein Kabinett umbilden. Am Dienstag soll das Parlament dann zu seiner konstituierenden Sitzung zusammentreten. Nach Auszählung aller Wahlkreise kommt die konservative Partei auf 365 von 650 Ma auf 365 der 650 Mandate. Die Tories haben damit einen Vorsprung von 80 Sitzen vor allen übrigen Parteien. Labour verlor 59 Mandate und kam auf 203. Die schottische Nationale Partei SNP legt 13 Sitze auf 48 zu. Die Liberaldemokraten verloren einen Sitz und kommen auf 11. Die anderen Sitze entfielen auf kleinere Parteien. Mit Blick auf Abspaltungstendenzen in Schottland sagte Johnson, er werde das Land einen. Doch die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon will schon in der nächsten Woche ein neues Unabhängigkeitsreferendum anschieben. Zuvor hatte sich Johnson bei der 93 Jahre alten Königin Elisabeth II. Im Buckingham Palace den Auftrag zur Regierungsbildung abgeholt. Die Monarchin wird das Regierungsprogramm Johnsons höchstwahrscheinlich am Donnerstag bei einer feierlichen Eröffnungszeremonie im Parlament vorstellen. Bereits am Tag darauf will Johnson das Gesetz für die Ratifizierung des Brexit-Abkommens wieder ins Parlament einbringen. NRW-Regierung will in Sicherheit und Forschung kooperieren. Bundeskanzlerin Angela Merkel gratulierte per Twitter. Herzlichen Glückwunsch, Boris Johnson, zu diesem klaren Wahlsieg. Merkel berichtete nach dem EU-Gipfel am Freitag in Brüssel mit Blick auf die Teilnehmer. Ehrlich gesagt haben sich viele darüber gefreut, dass es ein klares Ergebnis war. Labour-Chef Jeremy Corbyn will nach dem historisch schlechten Abschneiden keinen weiteren Wahlkampf anführen. Als Zeitraum für einen Rücktritt nannte Corbyn die ersten Monate des nächsten Jahres. US-Präsident Donald Trump gratulierte zu einem großartigen Sieg. Und jetzt kommt was, was daneben ist. Es steht hier Großbritannien und es ist das Vereinigte Königreich. Und deshalb habe ich schon keinen Bock mehr, diese Dreckszeitung vorzulesen. Tschüss. Es ist einfach nur Scheiße, was hier steht.